Gegner. Ja, weil du so doof zum Plauen bist, mein Gott. Ja, tut mir leid, woher soll ich denn wissen, dass die Tür gesichert war? Ja. Warum sind wir denn sonst durchs Fenster geklettert? Eben. Du Idiot. Kommt, Leute, nicht, dass die Bullen noch zurückkommen. Ja, kommt. Hat jemand die Idee von der 4 schon? Nee. Noch am Platz. Habt ihr von dem Einbruch in der Apotheke schon gehört? Es wurde Schlafmittel, DEPT und Antidepressiva geklaut. Was ist DEPT? Das verursacht Halluzinationen. Wie kann man nur so dumm sein und Drogen nehmen? Oder zu klauen. Ich glaube, das Leben als Gangster wäre schon cool. Klauen, kämpfen, Abenteuer leben. Boom! Ach, Chippy Chan, setz dich wieder hin und mach Mathe. Ja, Meister. Finn hat schon 3 gefunden. Ja. Was guckt ihr mich so doof an? Schaut, ob alles da ist. Ja, alles. Ja. Ja, ist perfekt. Moin. Und wie war's? Die Idioten sind alle blank gereiht und haben gemerkt, dass sie für den Stoff klauen. Wir brauchen neue Kunden mit Geld. Mhm. Die Schule wäre doch gut. Finn kennt da ein paar. Ist doch perfekt. Vielleicht besser der Unterschied zwischen Uno und Fußball. In unserem Garten. Was für eine Scheiße. Ein Schatz ist es nicht, aber es sieht interessant aus. Vielleicht ist da ja wirklich was Wichtiges drin, wenn man es nicht aufbekommt. Aber warum sollte man etwas wirklich Wichtiges wegwerfen? Doch ein Schatz. Jo, ich weiß, wir brauchen neues Hauptquartier, weil das erste gestürmt wurde. Aber müssen wir dazu wirklich an den Arsch der Welt? Wir hätten ruhig woanders hingehen können. Also, wie ist es gelaufen? Oh, es lief toll, es lief super. Du hast unser kleiner Freund hier vergessen, hat den welchen scheiß Garten eingeworfen. Beruhig dich! Nein, wir hätten ihn wegschmeißen sollen! Wir brauchen einen Plan. Wir gucken einfach das ganze Neubaugebiet durch und finden dann den Koffer. Das müsste eigentlich innerhalb von 2 Stunden erledigt sein, oder? Hm. Naja, aber was ist, wenn der Koffer schon gefunden wurde? Das wollen wir mal nicht hoffen. Was machst du denn? Das tut dir doch nicht gut. Und das weißt du auch. Du hattest so ein schönes Leben. Deine Eltern haben dich geliebt. Wieso? Ich
schleppst du den Koffer eigentlich immer noch mit dir rum? Falls er wirklich etwas Wichtiges drin ist, kann ich ihn ja nicht allein zu Hause lassen. Das soll eigentlich. Wenn wir nicht aufpassen, dann können wir den Koffer abnehmen. Aber die passen auch die ganze Zeit auf den Auto. Meinst du den Koffer, der da oben so auf sich steht? Ja, aber... Was? Gib mir den Koffer, ihr könnt damit sowieso nichts anfangen. Finger weg, das ist unsere. Wenigstens mal besuchen müssen! Kommt! Was waren das denn für Arschlöcher? Reg dich nicht unnötig auf. Den Koffer haben wir jetzt wieder. Geflohen. Drogenkoffer wird gesucht. Denkt ihr, das ist unser Koffer? So wichtig. Und was bringt ihnen das? Drogen sind doch eh nichts wert. Natürlich, ein so ein kleines Päckchen kann bis zu 1000 Euro bringen. Kommt natürlich auf den Stoff drauf an. Und was machen wir jetzt? Polizei? Anzeige? Detektiv spielen. Aber zuerst müssen wir den Koffer verstecken. Ah ja, den können wir bei mir aufbewahren. Meine Eltern sind ja eh nicht da. Und was jetzt? Auf Verbrecherjagd gehen. Ah! Wir brauchen den Koffer. Die Dealer bringen uns sonst um. Morgen Nachmittag holen wir uns den Koffer. Wieso nicht nachts? Naja, nachts können sie sich besser aus. Da haben sie einen Vorteil. Tags allerdings können wir alles sehen. Aber woher weißt du, wie sie wohnen? Ich habe einen gesehen. Der hatte den Koffer und ich bin ihm gefolgt. Also morgen treffen wir uns hier um 14 Uhr. Alles klar? Ja. Alles klar. Hey, ich glaube, die, die den Koffer haben wollten, sind hier. In der Richard-Wagner-Straße 22. Egal, beeil dich. Bleib hier, okay? Rühr dich nicht von der Stelle. Wie hast du mich gefunden? Bedank dich bei deiner kleinen Freundin. Du weißt ja gar nicht, was Abhängige alles für Drogen tun. Sie liebt die Drogen wohl mehr als dich. Nein!